Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde oder zu einer kleinen Bonusrunde, zu einer kleinen Bonusfolge von Crysis 2 in der Remastered Edition. Die Kampagne haben wir in der letzten Folge ja erledigt und jetzt geht's zu den Extras, denn hier erfahren wir jetzt erstens, was wir gesammelt haben und zweitens, was wir nicht gesammelt haben, nämlich ein letztes Dogtag. Das ist fast schon ein bisschen peinlich, denn genau das letzte Sammelobjekt im Spiel habe ich nicht mitgenommen. Es tut mir auch mal wahnsinnig leid, ich habe schon mal ganz kurz reingeguckt, aber wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal gemeinsam an. Der Extras-Ordner von Crysis 2 in der Remastered Edition. Wir fangen mal hier oben an beim Nanosuit Showroom. Ich bin gespannt, ob wir da jetzt irgendwo reinladen werden und uns da was anschauen können oder ob wir da jetzt gleich eine Einführung bekommen. Wir gucken mal. Hier möchte ich nämlich hin, in den Showroom der Nanosuits. Möglicherweise sind wir hier nochmal bei Hargreave zu Hause. Ne, da sind wir in so einem komischen Menü hier drin. Okay. Nanosuit 2.0 Showroom. Das sind unsere Suits. Geil sehen die aus. Cool. Stealth-Modus aktiviert. Ah, da sehen wir nochmal die Sequenz von ganz von Anfang. Wie unser Anzug sich nämlich zusammensetzt. Und das war der Stealth-Modus. Leise, aber sicher durch die Straßen von New York. Module anzeigen. Mhm. Unterdrückt das Geräusch von Schritten, verdeckter Einsatz. Da haben wir den Fährtensucher, höhere Visorempfindlichkeit. Okay, da sehen wir da unten genau, was das macht. Na gut, das haben wir aber eh schon alles gehabt. Also von dem her, wissen wir. Schnellerer Wechsel in und aus dem Stealth-Modus, verringernde Energieaufwand im Stealth-Modus. Das war das, was wir uns ganz zum Schluss zugelegt haben. Dann sind wir hier beim Panzer. Panzermodus aktiviert. Und man sieht schon, unser Anzug wird nahezu undurchdringbar. Sehr schön. Kugel prallt einfach ab. Was haben wir hier für Module? Wir haben einerseits die Panzerverbesserung, reduziert den Energieverbrauch im Panzermodus. Auch das haben wir uns natürlich gegönnt, denn wir haben uns jedes Modul gegönnt. Wir haben überall alle Upgrades erledigt, denn die letzten waren ja wirklich krass. Mit 5000, die wir erledigt haben. Wow, wow, wow. Dann gab es hier die Nano-Wiederaufladung. Schnellere Wiederaufladung von Gesundheit und Anzugsenergie. Und da sieht man, das hätte normal fast doppelt so lange gebraucht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und zu guter Letzt hier noch das Umlenken. Liefert erhöhten Schutz vor feindlichem Beschuss durch Umlenken von Kugeln. Und auch hier sieht man das Umlenken wahnsinnig gut. Hätten wir schon viel früher freischalten sollen. Denn ich denke mal, das hätte uns das ein oder andere Mal wohl vor dem Tod befreit. Naja, weiter geht's bei der Energie. Und da sieht man schon, der Anzug hat uns ja im Endeffekt von Anfang an das Leben gerettet. Denn ohne Anzug hätten wir gar nicht mal kämpfen können. Da wären wir tot gewesen, wie so viele andere. Aber der Anzug, der hilft dir. Der hilft dir zu überleben. Wir haben die Mobilitätsverbesserung freigeschaltet. Er erhöht die Geschwindigkeit beim Greifen von Kanten und verringert den Energieaufwand beim Sprinten und Springen. Und man sieht hier, der Mobilitätsverbrauch ist tatsächlich sehr, 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 sehr eingeschränkt und nicht zu vergleichen mit dem normalen Modus. Wir haben die Luftreibung, gibt beim Fallen zusätzliche Kontrolle. Auch das haben wir hin und wieder mal gesehen. Auch das haben wir die doppelte Kontrolle gegenüber der normalen Version. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Doppelte Reibung und erhöhte Navigationskontrolle. Und zu guter Letzt den Lufttritt, den wir erst ganz zum Schluss freigeschalten haben, führt in der Luft einen mächtigen Angriff nach unten durch. Doppelte Geschwindigkeit und doppelter Energieverbrauch. Aber leider auch Treten in der Luft haben wir nie verwenden können, weil wir das erst ganz zum Schluss freigeschalten haben. Und zu guter Letzt noch das Visor, das taktische Feld. Mhm. Die verschiedenen Synapsen. Und alles in allem sehen wir dann durch das Visor, wie wir am besten vorgehen sollen. Wir haben auch hier freigeschalten, das Visor generell gewährt Schlachtfeldübersicht und Navigationsunterstützung. Wir haben die Nanovision freigeschaltet, der verbesserte Visionsmodus für gesteigerte Wahrnehmung. Zum Beispiel, wenn der Strom ausfällt, hatten wir auch die Situation, da mussten wir in dieser Nanovision spielen. Dann gab es hier den Bedrohungssucher, den wir relativ am Anfang freigeschalten haben. Markiert die Flugbahn sich nähernder Projektile, was wirklich, wirklich cool war. Da wusste man nämlich ganz genau, wo die hinschießen. Man sieht es auch da unten nochmal in dem kleinen Einführungsvideo. Wir haben den Annäherungsalarm, den wir irgendwann mal in der Mitte freigeschalten haben. Eine automatische Warnung, wenn ein Feind in der Nähe ist. Auch das haben wir ziemlich oft gehabt oder ziemlich oft benutzt, muss man sagen. Und zum guter Letzt den Tarnfeldsucher. Erhöht die Sichtbarkeit von Feinden mit Tarnfeld. Und das ist was, das haben wir ganz zum Schluss erst freigeschaltet.
einschalten, denn erst ganz zum Schluss hatten wir die Feinde mit Tarnfeld. Höhere Visoempfindlichkeit, theoretisch hätten wir vielleicht da sogar ein bisschen besser gegen die ankommen können, aber ganz ehrlich, das haben wir schon ganz gut hinbekommen. Gut, Freunde, das war unser Nanosuit. Das ist der Nanosuit 2.0 und mit dem haben wir es ordentlich drauf gehabt hier im gesamten Spiel. Sehr schön. Weiter geht's mit dem zweiten Teil der Extras, nämlich der Agentenakte. Und da sehen wir einen kleinen Überblick über all das, was wir im Spiel geleistet haben. Wir haben 880 Kills, davon 492 Kopfschüsse und das war schon ziemlich gut. Er gibt eine Präzision von 46,87%, also fast 50%. Ich glaube, das lässt sich schon sehen. Den Geistmodus haben wir 21 Mal aktiviert, so wie es aussieht. Weiß ich gar nicht genau. Oder wurden wir vielleicht wieder nicht entdeckt? Also wenn wir quasi entdeckt werden und uns dann verstecken, sind wir ein Geist? Könnte auch sein, denn den Tarnmodus haben wir viel öfter aktiviert, definitiv. Bevorzugter Anzugsmodus war Energie, also gar kein Modus, weder Tarnmodus noch Nanovision noch Visor noch Stealth, also einfach nur der stinknormale Modus, wenn wir zum Beispiel was erkundet haben gerade. Und bevorzugte Waffe, mit der wir wirklich weitaus den Großteil des Spiels gespielt haben, die Scar, mit verschiedenen Aufsätzen, mit Schalldämpfer, ohne Schalldämpfer, mit erweiterten Magazinen oder mit kleinen Magazin mit verschiedenen Visieren. Die Scar war unsere beste Waffe mit dem bevorzugten Aufsatz Kimme und Korn, wobei das, glaube ich, eher nur für die Anfangszeit des Spiels wirklich gegolten hat. Längstes Leben, 11 Stunden, 19 Minuten und 57 Sekunden. Ich glaube, das war tatsächlich 11 Stunden, 19 Minuten, das ist ja fast das ganze Spiel. Längstes Leben, nanü? Weiß ich nicht, was das heißen soll hier. Tiefster Sturz, 325 Meter. Wo auch immer das passiert sein soll. Wahrscheinlich bin ich einmal aus der Map geflogen. Insgesamt zurückgelegte Strecke, 56,11 Kilometer. Holla, die Waldfee. Einmal quer durch Manhattan. Na, das lässt sich definitiv mal sehen. Und die Gesamtstrecke durchleiten, na, ja, gerade mal 38,53 Meter. Also das ist nicht so viel. Die Anzugbenutzung. Hier sehen wir, wie oft wir welche Version benutzt haben vom Anzug. Den Panzer ziemlich oft mit 15,82%, insgesamt eine Stunde und fast 50 Minuten und damit haben wir 364 Kills gemeistert. Nice. Den Stealth-Modus haben wir 10,55% benutzt, eine Stunde, 12 Minuten und 58 Sekunden und damit auch fast 200 Kills geschafft. Und den normalen Energiemodus, den haben wir die längste Zeit benutzt, also weder Panzer noch Stealth, nämlich 73,62%, 8 Stunden und 28 Minuten und 59 Sekunden, also eigentlich 29 Minuten. Und da haben wir sogar mehr Kills erledigt als im Stealth-Modus, nämlich 322. Cool. Dann geht's weiter zum letzten Tab, und zwar zu den Waffen. Und hier sehen wir eine Auflistung von all den Waffen, die es im Spiel gab, von der Zeit, die wir diese Waffe benutzt haben, wie oft wir sie benutzt haben, wie viele Schüsse wir abgegeben haben und wie viele Kills wird daraus resultieren und natürlich noch die generelle Präzision. Und natürlich steht an erster Stelle die Scar. Mit ihren zahlreichen Verbesserungen haben wir fast 5 Stunden im Spiel benutzt. 51,86% des gesamten Spiels hatten wir die Scar in der Hand mit 4647 abgegebenen Schüssen. Und fast 350 Kills alleine nur durch die Scar. Das lässt sich schon mal sehen. Präzision von 41,9% ist auch gar nicht mehr so schlecht. Die zweite Waffe, unser super Gewehr, unser super 100-Schuss-Gewehr, unser MG, die MK60 Mod, haben wir fast 2 Stunden im Spiel benutzt. 19,29% der gesamten Spielzeit und hier 2615 Schüsse abgegeben. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, es waren viel mehr als das. 138 Kills resultieren daraus, wobei ich denke mal, hier werden die verschiedenen, also hier wird ein Durchgang gezählt. Wenn wir jetzt verreckt sind, dann wird der Durchgang wahrscheinlich nicht gezählt. Deswegen haben wir hier nur 2600 Schüsse abgegeben. Das wäre eigentlich nur 26 Mal nachladen und wir haben viel öfter nachgeladen. Also ich denke mal, da wird tatsächlich nur ein Durchgang, gerade der Durchgang, wenn wir es dann wirklich bis zum nächsten Checkpoint geschafft haben, hergenommen, denn da haben wir viel mehr abgefeuert, hundertprozentig. Aber die Schüsse sitzen, fast 50% Präzision, das nennt sich schon mal gar nicht so schlecht. Die Grendel, ich glaube, die haben wir zum Schluss relativ oft benutzt. Das war auch eine coole Waffe. 7% leider nur im gesamten Spiel, die hätten wir öfter benutzen können, denn ich war immer nicht so der große Fan von dem, weil die nur 24 Schüsse im Magazin hatte, aber die hat's ordentlich drauf. 881 Schüsse haben wir abgegeben, 57 Kills resultieren daraus und eine Genauigkeit von 50%, das kann sich sehen lassen. Die Scar, die normale Scar, nicht die Scar AB, sondern die normale Scar, haben wir 8,5% benutzt im gesamten Spiel.
haben 1258 Schüsse abgegeben und 56 Kills. Da resultieren daraus auch hier mit einer Genauigkeit von 46%. Auch das ganz in Ordnung. Die Granate, auch die haben wir oft in der Hand gehabt. Wir haben 100 Granatenschüsse abgegeben, also genau 100 und zwar eine glatte 100. 100 Granaten haben wir verschossen, 41 Kills daraus, also das war schon ganz in Ordnung. 93%, das heißt, einen Schaden haben wir fast mit jeder Granate erledigt. Gerade mal 7 Granaten von den 100 sind irgendwo daneben gegangen, mit denen haben wir nichts angerichtet. Die anderen 93 haben ihr Ziel getroffen. Weiter geht's mit der DSG 1, das war glaube ich das Scharfschützengewehr. Hatten wir gerade mal 10 Minuten in der Hand. Hin und wieder, wenn ich gesehen habe, haben wir das genommen. 90 Schüsse abgegeben, 37 davon sind in einen Kill resultiert und eine Präzision von 61%. Ich glaube, das ist auch ganz schön super. Dann die Javelin, die wir oft benutzt haben, vor allem für die Riesenfeinde, für den Pinger beispielsweise oder für die, die uns 500 Punkte geben. 14,59 Minuten, 2,67% im Spiel, 54 Schüsse abgegeben, 24 Kills. Das war schon eine ordentliche Wumme, um die großen Gegner auszuschalten. Und auch hier sieht man, fast jeder Javelin-Einsatz ist auch gut angekommen, und zwar dort angekommen, wo wir hingeschossen haben. 83,33%, nahezu jede Javelin hat ihr Ziel getroffen. Die X-43 Mike, das Gewehr, mit dem ich eigentlich nicht so wirklich gut klargekommen bin, das war auch erst relativ am Schluss des Spiels entdeckt haben. 500 Schuss, oder wie auch immer man das nennen kann, ich kann keine Ahnung, was da passiert ist. Wir haben 1369 Schüsse abgegeben, 14 Kills. Naja, wir haben auf jeden Fall getroffen, 44%, aber das ist definitiv keine Waffe, die ich mir für die Kämpfe aussuchen würde. Da gibt's ganz bestimmt bessere. Den Nahkampf, der ist auch in der Liste vertreten. 14% im gesamten Spiel oder 0,14%. 14% wäre ein bisschen viel. 0,14% im gesamten Spiel benutzt. 114 Mal haben wir drauf losgeschlagen und 42 Leute damit getötet. Also das ist schon gar nicht mal so gut. Und ich denke mal, die Stealth-Kills zählen da gar nicht mal so schlecht. Ich denke mal, die Stealth-Kills zählen da auch dazu. C4 haben wir auch hin und wieder mal benutzt. Und zwar 0,9% im gesamten Spiel. 29 Mal haben wir C4 verschossen. Und 11 Mal haben wir daraus einen Kill resultiert. 86% der C4s sind auch dort angekommen, wo sie ankommen sollen. Das ist auch eine ganz gute Statistik. Dann das Gauss-Gewehr, das wir zum Schluss von Lockhart, glaube ich, bekommen haben. Der hat mit ihm rumgespielt. Das war auch ein geiles, geiles, geiles Gewehr. Und guck mal einer an. 12 Schüsse abgegeben und 11 davon haben einen Kill hervorgebracht. 91,67% Präzision. Das lässt sich definitiv sehen für ein Scharfschützengewehr. Wir haben auch das schwere MG. Ich glaube, das sind nämlich die montiert waren, zum Beispiel an den Fahrzeugen, haben wir hin und wieder mal im Einsatz gehabt, gerade mal eine Minute im gesamten Spiel, also eigentlich zu vernachlässigen. 60 Schuss haben abgegeben, 10 Kills daraus, also eine Präzision von 26%, naja, haben wir nicht wirklich oft verwendet. Die Pistole hingegen haben wir anscheinend sehr oft verwendet, und zwar fast 4% im gesamten Spiel, die M12 Nova, 162 Schüsse abgegeben, nur 8 Kills, aber ist halt auch eine Pistole, von der kann man jetzt nicht allzu viel erwarten, aber die Schüsse sind auf jeden Fall dort angekommen, wo sie hin sollten, nämlich fast 60%, das heißt von 10 Schüssen haben 6 ihr Ziel getroffen. Das kann sich für eine Pistole, denke ich mal, schon sehen lassen. Genauso wie bei der Majestic, fast 4 Minuten damit gespielt, 32 Schüsse abgegeben, 6 Kills davon, auch hier fast 60% Präzision. Dann kommen wir zu Carvolt, die wir auch erst relativ zum Schluss benutzt haben, mit der ich auch nicht unbedingt klargekommen bin. Das waren alles so Energiewaffen, die jetzt nicht unbedingt mein Typ sind. Gerade mal 2 Minuten 44 vom gesamten Spiel mit der Carvolt gespielt, 310 Schüsse abgegeben, 6 Kills resultieren daraus. Auch hier mit einer Präzision von 57,42%. Die Eltec, genauso eine Waffe. Nee, Eltec war nicht diese Waffe. Das war der Granatenwerfer, glaube ich. Der Granatenwerfer, der aber nicht montiert war an der Scar zum Beispiel, sondern der stinknormale Granatenwerfer, der einfach eine Waffe darstellt. Aber auch hier sieht man, wir haben nicht wirklich oft mit dem gespielt. Gerade mal 1 Minute 21, 15 Granatenschüsse abgegeben und daraus 3 Kills rausgebracht. Aber 80% davon sind dort angekommen, wo sie hingeflogen sind. Das passt schon mal. Die Marshall, die Schrotflinte. Auch die hatten wir hin und wieder mal in der Hand, und zwar genau 2 Minuten und 1 Sekunde, 6 Schüsse abgegeben, also fast nichts, und 0 Kills resultieren daraus. Und dann kommen wir zu den Waffen, die wir nie im Einsatz hatten, und zwar zum Beispiel die AY69, die hatten wir gerade mal 3 Sekunden in der Hand, haben sie 0,01% vom gesamten Spiel benutzt, aber keinen Schuss abgegeben und auch keinen Kill daraus natürlich bekommen. Wir haben die Hammer, eine weitere Pistole, die wir 15 Sekunden in der Hand hatten, und die Feline, die wir 6 Sekunden in der Hand hatten, 22 Schüsse haben wir
daraus abgegeben. Und ich glaube, das waren genau die Schüsse, die ich abgegeben habe, um die Waffe mal zu testen, um dann rauszufinden. Nee, ist, denke ich mal, nicht so meins. Und zum Schluss die Jack AL, und zwar 9 Sekunden im gesamten Spiel benutzt und auch hier keinen einzigen Schuss abgegeben. Summa summarum lässt sich sagen, wir haben doch mit vielen, vielen verschiedenen Waffen gespielt. Ich war nämlich zwischendrin ein bisschen so der Meinung, na, sollte man nicht ein bisschen wechseln? Ist das nicht ein bisschen doof, wenn wir nur mit der Scar spielen? Aber man sieht hier, wir haben eigentlich ganz schön viele Waffen in der Hand gehabt und eigentlich hatten wir jede Waffe irgendwann mal in der Hand, bis auf die Vieh hier, die wir zwar in der Hand hatten, mit denen wir aber keine Kills geschafft haben, genauso wie die Schrotflinte, wobei das ist auch nicht unbedingt so mein Typ. Na gut, weiter geht's. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die Sammlerstücke an. Und es geht hier los bei den New York Souvenirs. Und da sehen wir ein super schönes Wallpaper zu den verschiedenen Missionen, die wir hatten. Und da fangen wir an bei der zweiten Chance. Ich habe die Folgen auch immer an die Mission genannt. Für all diejenigen, die sich gewundert haben, woher ich diese Namen habe. Ich habe einfach mal die Mission genommen und die Folge auch so genannt. Ein wunderschönes Wallpaper, das ich gerne natürlich als Thumbnail nehmen würde, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu klein, um damit zu arbeiten. Deswegen schauen wir uns die Bilder jetzt einfach mal hier an. Das ist die zweite Chance. Wir könnten theoretisch auch draufklicken. Da sehen wir dann genau, wo wir gekämpft haben, nämlich im Battery Park. Da hat alles angefangen. So hat es dann ausgesehen. Da haben wir New York das erste Mal gesehen in der ersten Mission. Dann ging es weiter mit dem Volltreffer, mit dem 24-Hour-Parking. Da sieht man schon die ersten Gebäude, die im Hintergrund einstürzen. Einmal hier und einmal hier. Das 24-Hour-Parking-Gebäude, in dem sich viel, viel, viel abgespielt hat. Weiter geht's mit dem Verkehrschaos. Da sind wir durch einen Cell-Checkpoint durchgegangen, so wie es aussieht. Und hier dann über die Brücke zu einem anderen Stadtteil. Nee, ich glaube, da haben wir... Ja, Verkehrschaos. Da sind wir mit dem Fahrzeug hier rumgefahren, dem Freeway entlang. Ich erinnere mich. Laborratte Richtung Labor von Nathan Gould. Das war nämlich das hier. Das hier ist unser Sitz, mit dem wir den Nanosuit betreten haben. Und Gott sei Dank hat so schäbig nicht in seiner Wohnung ausgesehen. Uiuiuiui, da ist alles heruntergekommen. Ach du Scheiße. Und das ist das zweite Foto von seiner Wohnung. Und daran kann ich mich noch erinnern. An die Tentakeln, an die Tintenfische. Das ist die Wohnung von Nathan Gould. Weiter geht's mit der nächsten Mission mit dem Torwächter. Die Kirche, die... Wie hieß die nochmal? Manhattan Church? Ich weiß es gar nicht mehr. Die Kirche, an die können wir uns auf jeden Fall erinnern. Da wurden ja Ressourcen ausgeteilt, da wurde Nahrung ausgeteilt und so weiter und so fort. Und auch hier haben wir natürlich viel, viel, viel gekämpft gegen die Seth schon. Dann geht's weiter mit der nächsten Mission, und zwar der lebende Tote. Da fangen wir einmal hier an, bei einem schönen, schönen, schönen Glasgebäude. Ich erinnere mich an die Bäume, die ich da drin gesehen habe. Die haben mir super duper gefallen. Und hier ein schöner Außenbereich. Ich glaube, da sind wir ein bisschen durch die Gegend gejumpt auf den Dächern, kann ich mich erinnern. Ist das auch schon wieder etwas länger her. Weiter geht's mit dem Zentrum der Nacht. Ich glaube, das war das Rathaus. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, es war das Rathaus. Und das war auf jeden Fall mal eine Mission, wo wir gesehen haben, wie viel von New York mittlerweile schon zerstört ist. Da waren wir zwar noch in New York unterwegs, aber irgendwie schon im Untergrund, weil alles andere um uns herum schon eingestürzt ist. Auch hier die E-Med-Container, die wir gesehen haben, wo die Leichen entsorgt wurden, wo noch ein paar Verletzte behandelt wurden, wo aber fast niemand mehr überlebt hat. Weiter geht's mit der nächsten Mission, das Herz der Finsternis. Das war das hier nämlich. Da haben wir einerseits hier eine schöne Spore, ein schöner Speer, der aus dem Boden herausragt. Und hier ein Seth-Schiff. Und mit denen hatten wir ja auch viel, viel, viel zu tun. Das sind die, die den Nachschub gebracht haben. Und das sind die, die wir auch des Öfteren vom Himmel geholt haben. Nächste Mission, Treue oder Tod. Das war die Mission, wo wir die Freiheitsstatue quer durch New York verstreut gesehen haben. Einerseits dann auch ein Sammelobjekt gefunden haben, und zwar mitten im Kopf der Freiheitsstatue. Einerseits nämlich hier und andererseits hier, auch hier wieder ein Seth-Schiff, mit dem wir viel zu tun hatten. Ich komme ein bisschen runter, das sind die nächsten Missionen. Da sind wir schon am Ende. Das ist der Zerfall. Da haben wir den Kopf der Freiheitsstatue beispielsweise. Und ich glaube, das war so circa diese Mission, wo dann die Überschwemmung stattgefunden hat. Kann das sein? Da haben wir nämlich das erste Mal gegen die Pinger gekämpft, gegen die Riesen. Und ich glaube, da waren wir in diesem Gebäude, in der Lobby, und plötzlich ist alles eingestürzt und die Überschwemmung hat stattgefunden. Weiter geht's. Achso, wir sind ja ganz oben jetzt. Mit dem Anschlusszug Richtung Grand Central Station sollten wir fahren oder gehen und uns dort mit unseren Leuten treffen. Und man sieht schon, New York brennt überall. Eieieiei, der Einsturz der Grand Central Station. Und auch hier haben wir ja gegen einen Pinger gekämpft. Die nächste Mission, der unsichere Hafen, das war das hier nämlich. Da mussten wir auch gegen, das MaxLife-Building, guck mal einer an. Da mussten wir ja schauen, dass wir schnellstmöglich aus dem,
jetzt mir der Name nicht ein, aus der Grand Central Station kommen, weil das Gebäude schon auf uns draufstürzen sollte. Stimmt, stimmt, stimmt. Das Unox-Gebäude haben wir umgeworfen, damit die Artillerie nicht mehr feuern kann von, oder die Mörser nicht mehr feuern kann von den Sephs. Das war unser Werk. Das hier war das Werk von denen, das Max Life Building. So, weiter geht's mit der nächsten Mission, und zwar die Endstation, wo wir dann unsere Leute nochmal getroffen haben. Hier die Grand Central Station, der Kampf gegen den Pinger. Und hier oben sieht man, das war alles danach zerstört, als das Haus auf es draufgekracht ist, auf die Grand Central Station. Die nächste Mission, der Totalausfall, das war das hier, Stromausfall in New York. Wir hatten kein Licht mehr an der... Na, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Willst du mich verarschen? Am Times Square, da haben wir es. Da sind wir am Times Square gewesen und plötzlich war der Strom aus. Dann die nächste Mission, Auge des Sturms. Es ging auf Roosevelt Island. Das hier war's. Roosevelt Island, dort wo Hargreaves Rash Company, wo die Hargreaves Rash Corporation, ich glaube so hieß sie, ihren Hauptsitz hatte. Da war man ja erst kürzlich zugange. Man sieht hier, da sind wir reingekommen und das hier haben wir eigentlich ganz gut gemeistert hier. Da mussten wir, glaube ich, nur ein bisschen jumpen, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten. Ohne entdeckt zu werden, haben wir das, glaube ich, geschafft, da durchzukommen. Natürlich haben wir aber auch hier einige von den Cell-Leuten erledigt. Ja, und dann kommen wir auch schon Richtung Ende, nämlich ohne Masken, wo ich am Anfang dachte, ach du Scheiße, was passiert jetzt? Hat uns der einfach nur betrogen, der Mr. Hargreaves. Und das hat er wahrscheinlich auch, denn er wollte uns hier aus dem Anzug rausschneiden. Und wenn Terra nicht hier interveniert hätte und die anderen erschossen hätte, dann wären wir hier umgekommen. Im OP, um uns aus dem Anzug rauszuschneiden. Wahrscheinlich wollte Hargreaves in diesen Anzug reinsteigen oder irgendjemand anderen, den er für würdig geachtet hat. Ich habe keine Ahnung. Da sehen wir es. Alles ist zerstört. Die Brücke ist auseinandergefallen und natürlich auch die Hargreaves Rash Corporation, der Hauptsitz von Trinet von Cell, ist auch dem Erdboden gleichgemacht worden. Da haben wir nochmal ein kleines Bild auf die Corporation und das war's. Aus der Asche. Und hier sind wir schon Richtung Ende unterwegs, nämlich einerseits die zerstörte Brücke, wo wir aufgewacht sind, und andererseits eben dann der Central Park, der sich aus dem Boden in die Lüfte erhebt, und zwar auf den Händen getragen von der Scale-Struktur. Und die letzte Mission, kein Spaziergang durch den Park. Wir haben einerseits die Sporen aufgehalten, wir haben andererseits die Speere eliminiert und zum Schluss sind wir in den Riesenspeer, in den letzten Speer eingedrungen und wir konnten das Ganze ein für alle Mal beenden. Ich glaube, wir können das Ganze sogar hier groß machen. Guck mal. Können wir denn die Bilder hier groß machen? Die da draußen? Leider nicht. Das wäre schön, wenn wir das groß machen könnten. Das wäre ein super Thumbnail. Naja. Egal. So, weiter geht's mit den Erkennungsmarken. Und da fehlt mir das leider. Ich trauere dieser Erkennungsmarke hinterher. Das ist die, die wir vergessen haben. Die letzte Erkennungsmarke im gesamten Spiel. Wir haben alle Connectables gesammelt, außer das hier. Außer unseres. Außer das von Alcatraz. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber gut, wenn es nur das ist, dann sei es drum. Eines ist keines, sagen wir mal so. Wir fangen an hier oben bei Professor Nathan Gould. Das war der, der uns am Anfang des Spiels immer wieder begleitet hat. Dann gibt es hier Major Lawrence Barnes. Das ist Prophet, den wir ja schon kennen aus dem ersten Teil. Und man sieht hier in der Nahaufnahme, er war infiziert mit dem Manhattan-Virus. Aber das wussten wir ja schon. Weiter geht's mit Commander Dominic Lockhart, einer der schlechten Persönlichkeiten hier im Spiel, der uns tot sehen wollte. Und dann sind wir mir einmal face-to-face gestanden und haben ihn aus dem Fenster geworfen, ganz einfach. Lieutenant Tara Strickland, wo wir am Anfang auch nicht wussten, ist die jetzt auf unserer Seite oder eher nicht? Zum Schluss haben wir herausgefunden, sie ist es. Ein geheimer CIA-Agent, eine CIA-Agentin, die ganze Zeit auf unserer Seite stand und auch Nathan Gould immer wieder gerettet hat. Wir haben Colonel Sherman Barclay, derjenige, der die Marines befehligt hat in gesamt New York. Noch mit ihnen hatten wir hin und wieder mal vor allem in der Grand Central Station zu tun. Dann Jacob Hargrave, denjenigen, den ich mir immer ein bisschen anders vorgestellt habe, wo ich mir genau das so vorgestellt habe, dass wir hier hinkommen zu ihm und dann am Tisch gemeinsam reden. Und wir haben herausgefunden, er ist eigentlich in irgendeiner Gelee-Badewanne und lebt quasi schon noch, aber reden tut eine KI für ihn. Naja, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt damals. Es geht weiter mit Chino, einem unserer Freunde, mit dem wir ja damals in der ersten Folge auf der USS Nautilus überhaupt nach New York gekommen sind, den wir für tot gedacht haben oder den wir für tot erklärt haben, und plötzlich taucht er mitten im Spiel wieder auf und kämpft gemeinsam mit uns. Dann haben wir hier, leider Gottes, das Gesperrte, nämlich Alcatraz, und dann geht's weiter mit dem Seth Stalker, das ist der hier, wir haben den Seth Grunt, das ist der hier, den Seth Koloss, das ist der Riese hier, der 500-Punkte-Mann, dann den Seth Tick. Der Kleine, feine, der die Sporen von den Menschen
abholt und irgendwo anders hinbringt, um die dort dann quasi einzuschmelzen. Wir haben den Seth Pinger, der 2000 Punkte-Mann. Das war nämlich derjenige, der das Glas zerschossen hat, wo uns dann die Flut hier irgendwie rausgetrieben hat, und der, der in der Grand Central Station auf uns gewartet hat. Holla, die Waldfee, das war ein Abenteuer, gegen den zu kämpfen. Und wir haben natürlich auch die Cell hier. Die Cell, die am Anfang gegen uns gestellt waren und mit denen wir zum Schluss gemeinsam gekämpft haben. Wir haben auf der anderen Seite die Marines, die eigentlich gemeinsam mit den Cell-Truppen kämpfen sollten, aber so weit ist es eigentlich fast nie gekommen, außer relativ zum Schluss, weil sich eigentlich die Cell und die Marines gegenseitig bekriegt haben, wobei natürlich die Aggression von den Cell-Soldaten ausgegangen ist. Hin und wieder haben wir sogar Zivilisten gesehen, die meisten davon natürlich infiziert mit dem Manhattan-Virus, aber hin und wieder mal ein paar, die nicht infiziert wurden. Und was mit den Infizierten passiert ist, das sehen wir hier nochmal. Ausschläge, und irgendwann mal quillen die Organe aus dem Körper. Die Fahrzeugschlüssel. Auch da haben wir 11 Stück von denen, glaube ich, gefunden. Wobei das hier, denke ich mal, sogar ein bisschen mehr sind. Wir haben Cell LTV. Das ist das hier. Light Transport Vehicle, denke ich mal, wird das heißen. Wir haben hier den BMT. Derjenige, der nämlich auch Raketen schießen kann, mit dem wir auch einige Male gespielt haben. Cool, cool, cool. Und den Cell Helikopter. Auch ein geiles Ding. Mit dem sind nämlich zum Beispiel Strickland, also Terra, und Nathan Gould. Und ich glaube sogar Lockhart, irgendwann mal abgehauen, und dann ist plötzlich so eine Spore aus dem Boden geschossen und wir sind abgestürzt. Wir haben das Alien-Landungsschiff, nämlich das hier, und wir haben das Alien-Kampfschiff, nämlich das hier, gegen das wir auch ein paar Mal gekämpft haben. Wir haben von den Marines das Light Transport Vehicle, das kleine Fahrzeug, und natürlich auch hier einen BMT. Auch mit dem haben wir das ein oder andere Mal geschossen. Und wir haben natürlich auch ein paar zivile Fahrzeuge gesehen, wie zum Beispiel die Trucks hier oder das New York Taxi oder der Feuerwehrwagen bzw. Rettungswagen und natürlich auch der Bus. Mit denen haben wir eigentlich ziemlich oft zu tun gehabt. Der sieht ziemlich geil aus, gefällt mir gut. Und mit dem haben wir hin und wieder mal interagiert. Wir haben dort, glaube ich, sogar ein paar Sachen gefunden im Bus drin. Munition natürlich immer hin und wieder mal gelagert gehabt. Ein guter Standort, um kurz mal innezuhalten, um kurz mal sich wieder aufzuladen. Das ist der New York Bus. So, und weiter geht's mit der E-Mail-Korrespondenz. Und hier lesen wir jetzt endlich mal, was in den E-Mails drin steht, die wir ja ganze Zeit gefunden haben. Und wir fangen mal an mit der ersten. Lockhart reicht Beschwerde an. Das ist ein bisschen zu groß, das Ganze. Kann ich hier scrollen? Tatsächlich. Na, los geht's. Ich trinke mal einen Schluck. Weil das wird jetzt eine kleine Rederei. Von Commander Lockhart an in der Krisenzone in Manhattan an Cell Oversight Sekretariat und den Trinet-Vorstand. Sehr geehrte Herren, ich reiche hiermit das formale Ersuchen ein, die Autorität vor Ort vollständig mir zu übertragen. Jacob Hargreaves Einmischung in die Krise hat intolerable und schlichtweg gefährliche Ausmaße erreicht. Insbesondere verlange ich, dass Sie, Mr. Hargreaves, untersagen, Tara Strickland als Sonderberaterin einzusetzen. Ich brauche keine Ratschläge, wie ich mit dieser Krise umzugehen habe. Schon gar nicht von einer ausgebrannten Navy SEAL, die unehrenhaft aus ihrer Einheit entlassen wurde. Ich habe Mitgefühl für Miss Strickland's Verlust und kannte auch ihren Vater als Kameraden vor seinem Tod auf Ling Shan. Aber ihre Akte seitdem spricht doch Bände. Sie ist nicht bereit für einen Einsatz im Feld. Hochachtungsvoll, Dominic Lockhart, der Commander von Cell. Tja, und er hat ja kurze Zeit auch quasi die Streitkräfte übernommen, beziehungsweise das Sagen gehabt. In New York, aber eben Gott sei Dank nur für kurze Zeit. Der Vorstand antwortet von Cell Oversight Sekretariat an Commander D. Lockhart in der Krisenzone von Manhattan und natürlich auch dem Trinet-Vorstand, Commander Lockhart. Wir haben Ihr Ersuchen erhalten und werden es in Erwägung ziehen. Bis dahin möchten wir Sie daran erinnern, dass Jacob Hargreaves sowohl Gründer als auch Mehrheitseigner von Trinet und Trinet Polizei und Logistik ist, also Cell. Sowohl der Vorstand als auch das Sekretariat schützen seine Mitarbeit sehr. Sie werden bis auf Weiteres mit Sonderberaterin Strickland zusammenarbeiten. Weiter geht's mit Lockhart gegen Strickland, von Commander Lockhart in der Krisenzone an Sonderberaterin Tara Strickland und im CC Cell Oversight Sekretariat und Miss Strickland. Ich habe heute von mehreren meiner Offiziere erfahren, dass sie sich in ihre Arbeit in der Krisenzone einmischen und sogar meine Anweisungen widerrufen, wenn es um den Schießbefehl geht. Hören Sie umgehend damit auf, schreibt Commander Dominic Lockhart. Strickland antwortet darauf: Ich darf Sie daran erinnern, dass Sir Jacob Hargreaves Anweisungen bezüglich Subjekt Prophet und dem Nanosuit Version 2 eindeutig sind. Prophet muss lebend gefangen genommen werden und der Nanosuit soll dabei so wenig wie möglich beschädigt werden. Ich gebe diese Anweisungen lediglich an Ihre Männer weiter, wenn Ihr Verhalten Ihnen zuwiderläuft. Außerdem möchte ich anmerken, dass Ihre Truppen seit der fehlgeschlagenen Evakuierung und der Abregelung ihren Pflichten zunehmend unprofessionell und schießwütig nachgehen. Mr. Hargreaves, ich und bestimmt auch das Oversight-Sekretariat sind deshalb überaus besorgt, schreibt Tara Strickland.
Dann haben wir den Einsatz der US Marines von Cell Oversight Secretariat an Commander Lockhart in der Krisenzone in Manhattan und dem Crynet-Vorstand. Commander Lockhart nach der Entscheidung bei der außerordentlichen Sitzung des obersten Gerichtshofes heute Morgen, die nur noch der offiziellen Bekanntmachung durch den Präsidenten bedarf, werden US Marines unter der Führung von Colonel Sherman Barclay in Manhattan zum Einsatz kommen. Ihre Mission ist als humanitäre Intervention deklariert, aber sie wurden auch auf einen Kampfeinsatz vorbereitet. Sie werden ungeachtet der verfassungsmäßigen Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme mit Colonel Barclays Streitkräften zusammenarbeiten und ihn in jeder Hinsicht unterstützen, solange es nicht ihrem aktuellen Mandat widerspricht. Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahme schon bald wieder zurückgenommen wird. Weiter geht's, und zwar hier, Hargrave von Pflichten enthoben, vom Crynet-Vorstand an Commander Lockhart und im CC Cell Oversight Secretariat Jacob Hargrave. Und Jacob Hargrave, Commander Lockhart. Wir kommen widerstrebend zu dem Schluss, dass Ihre Einschätzung von Jacob Hargraves aktuellem Geisteszustand zutreffend ist, und wir entheben ihn hiermit von allen mit dem Vorstand in Verbindung stehenden Pflichten und widerrufen seine Aktionärsprivilegien. Er soll innerhalb des Prison-Gebäudes festgehalten werden, bis ein medizinisches Team eine Diagnose seiner geistigen Gesundheit erstellt hat. Außerdem wird auch Sonderberaterin Tara Strickland ihr Mandat entzogen, bis weitere Ermittlungen angestellt wurden. Sie sollen festgehalten und verhört werden. Ihr Ersuchen um vollständige Befehlsgewalt über die Krisenzone Manhattan wird hiermit entsprochen. Uiuiui, da ging's aber drunter und drüber. Vom Crynet-Vorstand sogar. So, was haben wir das nächste? Hier, Lockhart kritisiert N2-Programm, also der neue Nanosuit, im Archiv vom 22. März 2021 von Lieutenant Commander Dominic Lockhart an das Einsatzteam Seattle, an den Crynet-Vorstand. Sehr geehrte Herren, ich verweise auf meine bisherige Korrespondenz über das Nanosuit-Programm von Crynet und hierbei vor allem auf die Fortführung von Forschung und Finanzierung gemäß des neuen N2-Protokolls Phase 6. Die von Hargrave Rush entwickelte Nanotech hat mittlerweile so viele gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt, dass das US-Militär aus Protest sämtliches Personal aus dem Testzentrum abgezogen hat. Meine Herren, ich bin ein amerikanischer Patriot und unterstütze als Aktionär die Grundsätze unseres Unternehmens, aber dieses Land braucht gut ausgebildete und ausgerüstete Soldaten, auf die wir stolz sein können. Keine Frankenstein-Parade von Psychopathen und wandelnden Leichen in Blechanzügen, deren Technologie anscheinend sogar für ihre Erbauer ein Buch mit 7 Siegeln ist. Ich wiederhole hiermit mit allem gebotenen Respekt meiner Suchen, das N2-Programm offiziell zu beenden. Hochachtungsvoll, Dominic Lockhart, der Lieutenant Commander. Ja, wir wussten ja von Anfang an, er war gegen den Nanosuit, und hier sehen wir es nochmal in der E-Mail. Der Vorstand, der verteidigt aber das N2-Programm, und zwar im Archiv vom 28. März 2021 vom Crynet-Vorstand an Lieutenant Commander Dominic Lockhart im Einsatzteam Seattle. Lieutenant Commander Lockhart, Ihre tief empfundene persönliche Abneigung gegen das Nanosuit-Programm ist uns durchaus bekannt. Wir haben nicht vor, bei Ihnen alte Wunden wieder aufzureißen, müssen jedoch anmerken, dass wir angesichts dieser Aversion die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass bei Ihnen eine Art Vendetta-Mentalität vorliegt, wenn es um diese neue Technologie geht. Es ist zwar korrekt, dass sich das US-Militär offiziell aus dem N2-Programm zurückgezogen hat, aber das Pentagon finanziert unsere Forschungen nach wie vor in vollem Maße und stellt damit eine beträchtliche Einnahmequelle unseres Unternehmens dar. Das N2-Programm wird daher trotz Ihrer Einwände mit den Phasen 7 und 8 fortgeführt. Sollte sich daran etwas ändern, werden wir Sie davon in Kenntnis setzen. Bis dahin betrachten Sie die Angelegenheit bitte als erledigt. Hargrave hintergangen, von Jacob Hargrave an Commander Dominic Lockhart in der Krisenzone Manhattan. Haben Sie wirklich geglaubt, ich würde nichts davon erfahren, Lockhart? Haben Sie wirklich geglaubt, Sie könnten mich beim Vorstand so einfach diskreditieren? Ihre Tage sind gezählt, Mann! Von Crynet-Vorstand, Lieutenant Commander Lockhart, ursprüngliche Nachricht verstümmelt. Der hat also mitbekommen, was Lockhart so geplant hat. So, wo sind wir hier? Hintergangen. Hargrave meldet sich ab. Von Jacob Hargrave an Nathan Gould. Ach, guck mal einer an. Also Nathan, da wären wir nun. Wenn Sie das hier lesen, bin ich tot, und für die verbliebenen Aufgaben sind nun Sie zuständig. Der Nanosuit hat sein volles Potenzial entfaltet. Die nötigen Änderungen der Codes, damit er die Sporen eben modifizieren kann, wurden durchgeführt. Dadurch werden die bislang im Ceph-Nanofluss festgestellten Abstoßungsmechanismen unterbunden, die die Replikation immer blockiert oder eingeschränkt haben. Die Umkehrung müsste nun vollständig ablaufen, sodass die Sporen im Prinzip ein Vektor werden, der das Gewebe der Aliens angreift, nicht mehr das der Menschen. Ich hatte anfangs vorgehabt, den Anzug selbst zu tragen und die Waffe persönlich zum Herz der Ceph-Systeme zu bringen. Es schien mir mehr als angebracht zu sein. Ich habe Ihnen in Tunguska
prometheisisches Nanotech-Feuer gestohlen und es im Laufe des folgenden Jahrhunderts der Menschheit zukommen lassen. Ich habe sie auf Lingshan aufgeweckt. Wenn ich derjenige wäre, der sie ins Jenseits zurückbefördert, hätte das fast etwas Poetisches. Es wäre die Belohnung für eine lange getragene, schwere Verantwortung. Aber die Bühne ist bereit, ich habe mein Möglichstes getan. Der Rest bleibt Ihnen und Alcatraz überlassen. Viel Glück, Nathan, meine besten Wünsche begleiten Sie. Und glücklicherweise konnten wir das zu Ende bringen. So, das war die E-Mail-Korrespondenz. Und dann gucken wir nochmal hier rein in die Freischaltungen. Die Spielvideos. Ah, Introfilm. Da sehen wir nämlich jetzt nochmal, guck mal, hier könnte man theoretisch nochmal von vorne anfangen. Da sehen wir nochmal immer wieder diese kleinen Einstiege. Also Gary, was darf sein? Ja, das kennen wir schon. Immer wieder die Einstiege zwischen den verschiedenen Missionen. Die zweite Chance haben wir hier. Wir haben den Volltreffer hier. Aber ich glaube, das müssen wir uns nicht nochmal komplett anschauen. Viel wichtiger ist, glaube ich, das hier. Prophets Flashbacks. Prophets Vermächtnis. Alcatraz. Okay, auch das mehr kennen wir kann schon. Das ist ein Schiff. Feindliche Spur. Mehrere Kontakte. Schließe. Prophet? Sind Sie da? Hier ist Gold. Wo zum Teufel sind Sie? Gucken wir uns das vielleicht doch nochmal an. Alcatraz. Mehr kann ich nicht tun. Und zwar für keinen von uns. Sie sind meine letzte Chance. Ghouls letzte Chance. Die letzte Chance für uns alle. Ich bin verbraucht. Eine wandelnde Leiche. Ich bin verseucht. Aber Sie, Sie können diese Sache zu Ende bringen. Sie müssen es tun. Willkommen in der Zukunft. Willkommen im Krieg. Oh ja. Ein letzter Wunsch. Er lässt mich nicht einfach gehen. Symbiose. Muss die Verbindung kappen. Hab ihm den Anzug gegeben und damit mein Leben. Versprechen Sie mir. Gut. Das ist alles, was ich tun kann. Sie sind alles, was ich tun kann. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Wow, wow, wow. Es geht weiter mit Alcatraz. Alcatraz? Heißen Sie so? Alcatraz. Das Schicksal ist ein Teufel, was? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und die Erinnerungen an Lingshan. Der Lingshan-Einsatz bleibt offiziell eine Geheimoperation der USA. Sie werden da draußen meine Augen und Ohren sein, Prophet. Halten Sie Ihr Team am Leben. Ich verstehe diese Form von Loyalität. Ich unterstütze Sie sogar. Aber Ihre Hauptaufgabe besteht darin, mir Bericht zu erstatten. Falls möglich, bringen Sie Proben. Falls nicht, kommen Sie einfach lebend zurück und erzählen Sie mir, was Sie gesehen haben. Die Daten sind jetzt das Entscheidende, die Nanosysteme, aber wir alle leben nur mit geborgter Zeit. Es ist Zeit, dass die gesamte Menschheit endlich... Hier vorgeht. Sie sind dabei, Prophet. Ihr Anzug kennt die Nanosysteme der Seth. Sie müssen zurück. Sie sind unsere größte Hoffnung. Sie verdammter Dreckskerl! Sie wussten es. Sie wussten, dass die Anzüge symbiotisch sind und was sie mit meinen Männern machen würden. Sie haben wandelnde Leichen aus ihnen gemacht. Ich habe sie zu posthumanen Kriegern gemacht. Sie sind ein Soldat. Betrachten Sie es einfach als notwendig. Sie haben uns belogen! Tja, vielleicht bin ich wirklich zu geizig mit der Wahrheit umgegangen. Aber welche Wahl hatte ich denn? Und welche Wahl haben Sie jetzt? Die Seth kommen, Prophet. Schon bald. Glauben Sie, wir können sie mit normalen Soldaten besiegen? Diesen Krieg können normale Menschen nicht gewinnen. Das ist die Zukunft.
Der Tod ist eine Unannehmlichkeit, sonst gar nichts. Wir alle sind so gut wie tot. Seth haben uns auf den Lingshan-Inseln besiegt. Aber das war nur Hargreaves Testballon. Er wusste, was dort vergraben war und was wir finden würden. Er wollte lediglich herausfinden, wie die Nanosuits darauf reagieren. Es ging darum, was mit der Technologie der Anzüge und ihren Trägern geschehen würde, wenn wir in das Gebiet der Seth eindringen. Mehr waren wir nicht für dieses Arschloch. Nur Testobjekte für sein Nanosuit-Programm. Ersetzbare posthumane Ersatzteile für seinen Krieg gegen die Seth. Er hat nicht einmal versucht, es zu leugnen. Ich habe sie zu posthumanen Kriegern gemacht. Sie sind ein Soldat. Betrachten Sie es einfach als notwendiges Opfer. Sie haben uns belogen! Er hat gelacht, als ich ihn stehen ließ. Er sagte, ich würde schon zurückkommen, weil ich gar keine Wahl hätte. Diesen Krieg können normale Menschen nicht gewinnen. Das ist die Zukunft. Das Schlimmste ist, dass er damit recht hatte. Das kranke Arschloch hatte mit allem recht. Er hat sich darauf vorbereitet, den Seth entgegenzutreten. Er war nur zu schwach, es durchzuziehen. Der Tod ist eine Unannehmlichkeit, sonst gar nichts. Ich musste zurückkommen mit dem, was ich herausgefunden hatte. Aber es war zu spät. Viel zu spät. Alles ging den Bach runter und die Invasion war schon in vollem Gange. Vielleicht hat Hargreaves das auch vorhergesehen. Ich weiß es nicht. Der Mann hat fast das ganze letzte Jahrhundert miterlebt. Wer weiß schon, was er alles gesehen hat. Aber eine Sache hat er nicht erwartet, und das waren Sie, Alcatraz. Er wusste, dass ich ohne den Anzug sterben würde, ohne seine Hilfe. Er hat nur nicht damit gerechnet, dass ich Sie finden würde. Und ich glaube tatsächlich, das haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Prophets Reise und das letzte von Prophets Flashbacks. Die Musik, ich glaube, da können wir jetzt nicht unbedingt viel hören, oder? Ne, das sind nur, guck mal. Das sind einfach nur die Musiktitel, die unterlegt waren in den verschiedenen Missionen. Ich glaube, das müssen wir uns jetzt nicht unbedingt anhören. Ach du Scheiße, da gibt's viele. Och du Kacke, da gibt's viele. Oh jemini. Hallo, hallo, hallo. Insertion, Battery Park, New York, Aftermath, No Escape, Close Encounter, SOS New York. Ach du Scheiße, da gibt's ganz schön viel Musik, die man sich theoretisch anhören kann. Und die braucht man gar nicht sammeln. Die schaltet man einfach frei, wenn man eine bestimmte Mission erledigt hat und kann sich die Musik hier nochmal anhören. Liebe Freunde, das waren die Extras. Das sind die Extras von Crysis 2 in der Remastered Edition. Und hier haben wir nochmal die Sammlerstücke auf der rechten Seite. Und hier steht der Königsmarke 16 von 17. Gerade die letzte Erkennungsmarke, die wir nicht gesammelt haben. Naja, ist halt passiert. Alles andere haben wir sonst mitgenommen. Ja, und dann sage ich nochmal herzlichen Dank fürs Zusehen von dieser Folge hier natürlich. Und wir sehen uns dann demnächst wieder, hoffentlich in einem anderen Let's Play hier auf dem Kanal. Das war's von Let's Play Crysis 2 in der Remastered Edition. Die Kampagne wäre beendet und die Extras hätten wir uns auch angeschaut. Und das ist, glaube ich, ein guter Abschluss für dieses Let's Play. Nochmal Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin, tschüss!